Reisen in die zweite Zeitzone. Viele von euch kennen das ja, die viel unterwegs sind. Viele Reisenden möchten dann gerne eine Uhr, wo man gleich die Zeitzone sieht, ohne die Uhr verstellen zu müssen. Und rausgekommen sind die sogenannten GMT-Uhren. Und davon gucken wir uns heute zwei an. Die sind seit einigen Wochen am Start. Und hier seht ihr die erste GMT, welche auch gleichzeitig eine Taucheruhr ist. Und ist es euch schon aufgefallen? Die Nähe zur Navy Pilot. Sie hat genau die gleiche Farbe, genau das gleiche Orange. Die zweite, ihr seht schon den Unterschied an der Lünette, was es damit auf sich hat, was GMT bedeutet und so weiter. Gucken wir uns jetzt gleich alles mal genauer an. Ihr wisst ja, ich bin so ein optischer Typ. Der Navy Pilot Chronograph, der hat mich sofort umgehauen. Aber die GMT steht dem in nichts nach. Guckt doch mal bitte hier auch diese Farbe, ja. Mega, mega, mega. Finde ich richtig stark. Hier mal schön am Handgelenk. 43 mm Gehäusedurchmesser haben wir hier. Und wir haben hier einen Bandanstoß von 22, der sich nach unten hin auf 20 mm verjüngt. Und hier mal die zweite im Vergleich. Auch 43 mm. Gleicher Gehäusedurchmesser, auch 22 mm Bandanstoß, verjüngt sich nach unten. Ich finde, sie sieht optisch ein bisschen größer aus, durch die großen Zahlen auf der Lünette. Trägt sich aber genauso fantastisch. Hier eben die schöne Tauchschließe, die mit dazugehört in dem Set inklusive Tauchverlängerung. Das heißt, ich ziehe einfach an der Seite runter und dann kann ich das hier ganz easy bewegen. Sehr, sehr nice. Dadurch wird das Armband auch noch mal ein bisschen länger. Auch durch die Tauchverlängerung. Standardmäßig ist eine Faltschließe hier dabei, die mit dem Logo hier übergreift und schließt. Das FKM Kautschukband hat auch einen integrierten Bandanstoß. Das gucken wir uns gleich noch mal an, wenn ich die Uhr dran habe. Schnellwechselbandsystem. Hier sehen wir nochmal beide nebeneinander. Schon krass, wie das optisch täuschen kann, ne? Dass die eine größer aussieht als die andere. Jetzt gucken wir uns mal genauer GMT an. GMT Greenwich Mean Time. Alle Details dazu super auf Wikipedia erklärt. Ich verlinke das mal. Und bei dieser Uhr ist das Besondere, dass wir hier drei Zeitzonen haben. Zum einen unsere aktuelle 10 nach 10 bzw. 11 nach. Dann sehen wir auf dem inneren Ring ist der GMT-Zeiger auf der 8 eingestellt. Sprich dort, wo ich ankomme, ist es 10 nach 8. Und dann kann ich auf der Lünette die dritte Zeitzone einstellen. Die habe ich hier auf 14 Uhr eingestellt. Sprich da, wo mein Businesskunde sitzt, ist es 10 nach 2 am Nachmittag. Ich habe auch auf dem inneren Kreis, dem inneren Ring, auch eine 24-Stunden-Skala. Und dort kann ich natürlich auch den GMT-Zeiger verstellen. Ich drehe die Krone raus bis ein kurz vorm Ende. Und dann kann ich hier auch verstellen, dass ich eben sage, es ist jetzt auch am Nachmittag oder ähnliches. Und dadurch habe ich drei Zeitzonen. Meine aktuelle, den GMT-Zeiger, das ist praktisch der Ersatz für meinen Stundenzeiger. Der Minutenzeiger bleibt für alle Zeitzonen gleich. Und auf der Lünette die dritte Zeitzone, die ich jetzt hier auch zum Beispiel mal auf 16 Uhr stellen kann. Wenn ich jetzt sage, dass die zweite Zeitzone wieder bei 8 Uhr ist. Ich hoffe, ich habe alles richtig erklärt. Was sagen die Vielflieger denn? Und bei unserer Taucher-GMT haben wir praktisch nur zwei Zeitzonen, was aus meiner Sicht vollkommen ausreicht. Nämlich wir haben wieder 10 nach 10 mit unseren bekannten Zeigern und der GMT-Zeiger steht hier auch auf der 8. Sprich, dort wo ich lande, ist es erst 10 nach 8. Die äußere Skala ist jetzt zum Tauchen gedacht und das macht die Uhr halt so besonders, dass ich praktisch eine GMT-Taucheruhr habe. Mir fehlt die dritte Zeitzone, was ich wie gesagt nicht schlimm finde. Dafür kann ich sie umlassen und auch gleich schwimmen und tauchen gehen. Das finde ich schon sehr nice.
beide Welten vereint. 300 Meter Wasserdichtigkeit haben wir hier. Saphirglas ist natürlich entspiegelt, was man auch schon sehr gut sehen kann. Keramik-Inlays und Swiss Superluminova BGW 9 haben wir hier. Und das Inlay der Lünette ist bewusst matt gehalten. Das sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus, muss ich sagen. Sehr, sehr sportlich und unverwechselbar eleganter Charakter, wie ich finde. Das klar strukturierte schwarze Zifferblatt lässt sich super ablesen. Obwohl hier so viel los ist, findet man sofort die passenden Zeiten auf diesem Blatt. Richtig, richtig gut umgesetzt. Im Inneren tickt das bekannte SW330-2 von Sellita mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde. Besitzt den praktischen Sekundenstopp sowie eine Datumsschnellschaltung. Das Uhrwerk gilt als absolut robust und ist für seine zuverlässige und präzise Arbeitsweise bekannt. Vor dem Einbau in die Uhr wird jedes Uhrwerk einer Feinregulierung durch die erfahrenen Uhrmacher von Mark & Sons unterzogen. Der Gehäuseboden ist natürlich auch verschraubt und ihr seht hier schön den Schwertfisch, das Symbol von Mark & Sons. Super umgesetzt. Das FKM Kautschukband hat auch einen integrierten Bandanstoß. Das gucken wir uns gleich nochmal an, wenn ich die Uhr dran habe. So, und hier ist das gute Stück am schwarzen Kautschukband. Ha, das sieht doch wohl mega, mega Hammer aus, oder? Richtig sportlich. Sportlicher geht's gar nicht. Das finde ich richtig stark. So, hier ist am Handgelenk. Bam. Das ist genau mein Favorit. Dadurch wirkt sie noch kleiner. Leute, wir reden über eine 43er. Guckt euch das an hier. Mit dem schwarzen Kautschuk und dem integrierten Bandanstoß wirkt das echt Hammer. FKM Kautschuk haben wir hier. Natürlich nur das Beste vom Besten. Sieht mega aus, oder? Total sportlich. Also richtig stark, finde ich. Was eben auch sehr schön ist, ist die markante Rehhaut. Schön angeschrägt mit markanter Rillenstruktur. Oh, mal ein bisschen ankitzeln hier den Kleinen. Sieht super aus, ne? Ja, richtig klasse. Hält auch ewig lang. Sehr, sehr nice. Das gute Stück hier hat letztendlich die gleichen Werte wie die D-Variante. Nur, dass wir eben hier die dritte Zeitzone haben für alle Fans, die das haben müssen. Nichtsdestotrotz haben wir hier auch 300 Meter Wasserdichtigkeit. Das heißt, ihr könnt mit der Uhr genauso gut tauchen gehen, wenn ihr aus dem Flieger steigt. Ja. Vielleicht gefällt dem einen oder anderen dieses Orange ja besser, dieses etwas dezentere. Dadurch wirkt die Uhr ja auch ein bisschen größer. Aber wie gesagt, wenn man die dritte Zeitzone haben möchte, sollte man zu dieser GMT greifen. Aber tauchen gehen kann man genauso gut mit dieser hier wie mit der D-Variante. Wir unterscheiden uns hier eben in der Lünette, wie bereits ausführlich erklärt. Und hier sehen wir jetzt die drei Zeitzonen GMT am FKM Rubber. Da ist nämlich ein orangenes dabei. Bäm. Das ist auch ziemlich Hammer, wie ich finde. Ja, schaut euch das mal an hier. Cool, ne? Das passt auch super dazu. Ist natürlich noch sportlicher. Und jetzt mal im Vergleich. Hier mit orangenem Band und mit schwarzem Band. Sehr, sehr cool. Der Sommer kann kommen, Leute. Bäm. Ich bin im vorletzten Loch. 17 cm Handgelenksumfang habe ich. Sehr nice. Ah, trägt sich auch super. Aber klar, FKM Kautschuk ist das beste Kautschukband, was ich kenne. Und ja, macht einfach Spaß.
Bah, hält auch ewig. Ich sag's euch. Schon sehr gut. Also das macht Mark & Sons wirklich super, wie alles andere auch. Aber auch der Loom, an nichts gespart, wirklich super umgesetzt. So, machen wir noch ein kleines Unboxing. Hier die schöne Uhrenverpackung, die ist noch in einem Papierschober drin und dann ist sie geschützt in einem weißen. Machen wir auf. Hier ist noch schön Luftpolsterfolie über der Uhr, damit die Uhr geschützt wird. Diese kommt dann, wie typisch, auf einem Kissen daher. Und im Inneren haben wir dann noch die Garantiekarte von Mark & Sons und noch Papierwerk, wo wir alles nochmal erklärt bekommen. Kann man alles nochmal nachlesen. So, hier seht ihr jetzt die GMT 2 Serie mit drei Zeitzonen. Das ist die Uhr, die wir vorgestellt haben. So kommt sie daher in diesem Set. Und das sind noch die anderen Farbvarianten. Die zwei rechten sehen so aus, als wenn sie gleich sind, unterscheiden sich aber dadurch, dass hier die Lünette unten dunkelblau ist und schwarz und hier ist sie komplett schwarz. Und hier ist sie oben schwarz und unten auch dunkelblau mit schwarzem Zifferblatt. Ja, das könnt ihr euch mal alles in Ruhe anschauen. Genau. Hier kommt ihr dann wieder auf alle Mark & Sons Uhren und dort könnt ihr euch dann praktisch alle Uhren nochmal im Detail anschauen. Hier sind auch beide nebeneinander, der Chronograph und die GMT in diesem Orange, die beide die gleiche Farbe haben. Die GMT wirkt dadurch nochmal einen Tacken sportlicher, finde ich, weil einfach mehr Farbe da ist als die Navy Pilot, wobei die natürlich auch mega aussieht, gar keine Frage, ne? So, und hier sehen wir jetzt alle GMT 2 Modelle D. GMT 2 D. D für Diver, D für Taucheruhr, wegen der Taucherlünette. Und hier haben wir genau das gleiche mit den Lünetten. Hier ist die Lünette ganz blau und hier ist sie schwarz. Ansonsten sind es die zwei hier zumindest identische Uhren. Hier mit silbernem Blatt und hier mit schwarzem Blatt und hier die aktuelle, die wir gezeigt haben, die eben komplett am schwarzen FKM-Kautschuk daherkommt und der Tauchschließe. Hier sehen wir dieses Set. Genau. Die hier schön am FKM-Kautschukband. Das ist mein Highlight. Das muss ich wirklich sagen. Und bei der hier macht mich die dritte Zeitzone an. Und dadurch, dass etwas weniger Farbe da ist. Mein Favorit ist aber die andere, aber auch nur ganz knapp. Das Schöne ist, dass bei allen, wie gesagt, das FKM-Kautschukband dabei ist, das Stahlband sowieso, damit werden sie ausgeliefert, und eben die Tauchschließe. Und das zum Preis von 1290 Euro. Das ist wohl der Knaller, oder? Alles mit dabei, Leute. Die zwei Modelle, die ich euch hier gezeigt habe, die gibt es auch als Fotouhr, wie immer in meinem Shop. Reduziert, da sie ja ein bisschen benutzt sind und entklebt sind etc. Links auch unten in der Beschreibung. Und zu den neuen Uhren, die Links sind auch in meinem Shop. Guckt dort einfach mal rein. Und wenn ihr da Fragen habt, meldet euch gerne. Ich bin gespannt, welche euer Favorit ist und vor allen Dingen an welchem Band. Das interessiert mich wirklich mal sehr. Also in dem Sinn, ich wünsche euch was, haut rein, ne? Macht's gut. Ciao.